Yo, was geht Leute? Wir sind am Spinnfischen heute. Ich hatte eben schon einen Biss, haben wir leider nicht auf Kamera. Ja, hat zugeschnappt, aber nur einmal. Das war's. Danach noch mal ein paar Mal probiert, aber nichts. Keine Ahnung, vielleicht ein kleiner Barsch, also ein Barsch gewesen sein. Oder ein kleiner Hecht. Hing auf jeden Fall nicht. Und ja, wir probieren es jetzt weiter. Aber nicht, probieren wir später noch. Später sind wir auf jeden Fall auch noch da. Oder wieder da. Ja, und dann geht der Film weiter. Wir probieren es noch eine halbe Stunde und dann fahren wir erstmal und danach kommen wir abends wieder. Und wenn der Film weitermacht, dann haben wir gleich keinen Köder mehr. Also bis später. Na, hier. Da steht ein Hecht ganz an der Ecke. Der ist jetzt zweimal von dem Wobbler hinterher gesprungen. Der kam richtig aus dem Wasser gejumpt. Mal gucken, ob wir es raufkriegen. Oh, Digga, Alter, zweimal. Ich hab den eben nochmal gesehen durch die Polbrille. Kam richtig hinterher. Der ist aber abgedreht. Echt? Ja. Gib mal Polbrille, ich muss das ja, selber sehen. Mach mit Polbrille. Die. Komm, vielleicht kriegen wir es lang drauf. Du musst langsamer ziehen. Schmeiß nochmal so Kante wie eben. Das war gefährlich. Ja, aber ich versuche so ein bisschen. Ja, mal perfekt. Grüezi miteinander. Was geht ab? Ja? Nee, ich weiß nicht, sollen wir Runde riskieren? Na, ich würde jetzt zurückgehen, ne? Zurück und nach vorne noch, Alter. Ja, ist auch so. Ich habe nämlich auch keinen Bock, Alter. Wenn wir mitten hinten sind und plötzlich geht da übelst. Ja, ich würde jetzt gleich nach vorne gehen. Übelst das Unwetter los. Ja. Sieht auch aus? Ja. Warte erstmal. Schon nicht zurück. Ich hätte mal ganz neu drauf gemacht. Aber ich schwimme hier. Wasser. Oder ich mache den. Der ist nur die Aufnahme. Ja, Problem ist, dass das Wetter so jetzt umschwingt, ne? Jetzt kann ich echt wieder attraktiv machen. Attraktiv. Ja, das ist nochmal anders, den Alter. Ich komme direkt übelst auf Grund. Ja. Okay. Lass nach vorne gehen, Alter, und dann da ein paar Würfe, wenn ich es weiß, dann nicht. Ist doch so, wir sind jetzt auf zu schlechtes Wetter. Ich hoffe, dass der Typ morgen kommt. Ja, schlechtes Wetter ist ja eigentlich perfekt für, ne? Ja, aber ganz ehrlich, wenn es jetzt gleich, guck mal, siehst du jetzt gleich, wird es richtig ordentlich. Hoffentlich wird es gewittern, Alter, richtig geil, ich liebe das. Ich liebe es. Ja, wenn man schön drin zu Hause hockt oder auf dem Balkon. Ja, und dabei läuft es doch. Aber wir müssen langsam auf den Dunkel zu klären wahrscheinlich, ne? Kann sein, gut. Soll ich mal um deinen Fluss? Das ist sicher noch besser.
Ja, ja. So, Leute, erste Frist, ich hab meinen kleinen, ganz kleinen Spinner drauf. Was ist das? Spinner, ne? Ja, ja. Ganz kleinen Spinner und der ist Busch des Tages. Schöner kleiner Barsch schöner, drauf. Schöner kleiner Barsch, schaut euch das an. Ja, schön Petri. Drauf geknallt, Petri. Zweiter Tag. Jetzt freut mich. Ihr meint ein Barsch? Ist der Tag im Arsch? So, Leute, erster Fisch, kleiner Barsch, egal. Hauptsache Fisch. Prost. Petri. Erster Fisch des Tages. So Leute, was geht? Ein Meter vom Ufer ist der Hecht geknallt, aber der hängt gerade im Ast, also wird schwer rauszukriegen. Nimm mal im Wasser auf, leg den drauf. Leg den Fisch auf, aber da warte noch. Versuch mal zu fischern. Das wird scheiße, das wird kritisch. Na gut, ich muss nach hinten. Zieh einfach langsam nach vorne. Ja, mach ich. Klar, der gibt jetzt immer Gummi, wenn er Kescher liegt. Jawohl. Ist aber drin. Alter. So, wir wollten nur messen, ne? Ja. Erster Hecht, Ralf hat gefangen. Jetzt ist er da. Lass mal schnell schwimmen, ne? Willst du kurz messen? Ja, ja, klar. So, Leute, was geht? Endlich ein Hecht gefangen. Ich habe auch letztens noch einen 60er Hecht gefangen. Jetzt, der hatte jetzt über 55 circa. Ich hab eine Muschel gefangen. Oh, guckt euch das an. Währenddessen fängt der Phil eine Muschel. Ja moin. Ist die drauf? Ja, ja. Hauptsache irgendwas. Hauptsache irgendwas, ja. Ich war die letzten zwei Tage alleine. Da habe ich jetzt drei kleine Hechte und einen 60er Hecht gefangen. Den haben wir uns schmecken lassen. Und jetzt gerade einen 55er. Den haben wir direkt wieder reingesetzt. Und ja, schaut euch mal, wo der drauf gebissen hat. Guckt euch den überhaupt mal jetzt an. Und ja, der, ich habe den wirklich eingezogen. Und wirklich einen Meter vor den Füßen ist er raufgesprungen. Boah, der ist hochgegangen. Der hat, das war super. So. Auf jeden Fall sind wir jetzt noch ein bisschen da. Hoffentlich fängt der Phil noch ein, weil der muss auch ja endlich mal seinen Hecht fangen. Und ja. Ihr habt ja die letzten zwei Tage auch schon gesehen, wo wir ein bisschen Spinnfische machen, einen kleinen Barsch und was weiß ich. Und ja, wenn was kommt, melden wir uns auf jeden Fall. So Leute, was geht? Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Wir waren ein paar Tage Spinnfischen. Ja, Mann. Ich werde das jetzt so zusammenschneiden. Heute war, ich habe gedacht, komm, machen wir heute den letzten Tag. Haben wir eben noch schön Hecht gefangen, also ich. Ja. Und davor. Ja, und wir auch noch da. Keine Angst. Ja, ja. Ja, und davor war ich zwei Tage alleine, da habe ich halt nicht aufgenommen. Da könnt ihr in der in Instagram, da könnt ihr Fotos gucken. Einfach mal unten in der Beschreibung, lasst ein Abo da. Und ja, dann lasst ein Like da, kommentiert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace out. Ciao. Soll ich so reinschneiden?